Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Channel von Delta Mike Heavy. Bei OGN hat es ein Protokoll-Update gegeben und Stratux sieht sozusagen OGN-Verkehr nicht mehr. Außerdem wurde neben ADS-B auch der Standard ADS-L entwickelt und den möchten wir natürlich auch gerne sehen, denn der ist für Drohnen, Modellflugzeuge und zum Beispiel Hängegleiter. Die große Frage ist jetzt natürlich, was müssen wir dafür tun? Die kurze Antwort dafür ist, wir müssen Stratux updaten. Und zwar gibt es zum Glück einen Hotfix für das Stratux. Allerdings klappt das nur, wenn das Stratux tatsächlich schon auf einer aktuellen Version, und zwar auf der EU029 ist. Das bedeutet für mich, dass ich meine SD-Karte, die im Raspberry Pi hängt, neu flashen muss, und zwar mit dem neuen Stratux, also mit der Version EU029. Ich muss jetzt tatsächlich hier drunter kriechen, hier so, und ich weiß nicht, ob ihr das seht, also da oben drin, da so, da circa da ganz oben, da wo so Kabel rumhängen und sowas, da ist das Stratux verbaut, beziehungsweise der Raspberry Pi verbaut, und den muss ich da jetzt irgendwie rausholen, damit ich an die dumme SD-Karte drankomme. Es ist mittlerweile so ein ganz bisschen am Ziehen, deswegen habe ich eine Kapuze auf, also das Wetter frischt hier gerade wirklich richtig auf, das ist ein bisschen scheiße, aber ich habe das Ding, hier ist die SD-Karte, und die können wir jetzt mit dem neuen Stratux flashen. Da ich von dem ganzen Schlamassel natürlich schon wusste, habe ich mir selbstverständlich einen Adapter für die Micro-SD-Karte mitgenommen. Und ich bin natürlich ausgestattet mit meinem MacBook, so dass ich da auch vernünftig das Stratux auf diese Karte flashen kann. Wichtig ist darauf zu achten, dass dieser kleine Lockpin, dass der oben steht und nicht unten. Ich kann das nur aus eigener leidvoller Erfahrung sagen. Wenn das Ding oben steht, ist die Karte beschreibbar. Steht das Ding allerdings unten, ist die Karte nicht beschreibbar und ihr werdet das Image nicht auf diese Karte flashen können. Also der Lockschalter muss oben stehen. Die meisten von euch haben meine Stratux-Videos ja gesehen. Ich verlinke euch die gesamte Playlist nochmal hier oben. Dort seht ihr, wie man dieses Stratux auf ein Raspberry Pi bringt. Und im Prinzip machen wir jetzt nochmal dasselbe, nur dass wir da tatsächlich eine aktuelle Version installieren. Und danach machen wir das OGN-Update, sodass wir sowohl OGN-Verkehr als auch ADSL, also nicht ADS-B, sondern ADSL-Verkehr sehen können. Was wir jetzt machen müssen, ist natürlich das Image herunterladen. Ihr bekommt die Images für Stratux auf GitHub. Das erste, was ihr machen könnt, weil das ja eine ZIP-Datei ist, ist dieses Image zu entpacken. Und dieses Image können wir jetzt auf die SD-Karte, die ja im Laptop drin steckt, flashen. Um dieses Image da drauf zu flashen, öffnen wir, wie beim letzten Mal auch, den Balena Etcher. Das ist quasi so ein Flash-Programm für solche Images. Und dort sagen wir jetzt Flash from File und wählen dieses Image aus. Und hierbei handelt es sich, wie man sieht, um die Stratux-Version 1.6R1 EU029. Das ist im Prinzip das aktuellste Image, was man da derzeit bekommt. Jetzt selecten wir natürlich ein Target und das ist unsere SD-Karte. Die ist hiermit selected. Select one und jetzt sagen wir einfach nur noch Flash. Wir sind schon bei 5%, aber ihr kennt das ja im Prinzip schon von der damaligen Stratux-Installation. Kann sich nur um Stunden handeln. Gleich gibt es dann danach, glaube ich, noch eine Validation. Geht aber auch relativ schnell und wenn wir das hinter uns haben, können wir diese Karte schon in unser Raspberry Pi stecken und wir haben ein brandneues Stratux installiert. So, das Flashing ist vollzogen, das heißt, es geht jetzt nur noch ans Überprüfen. Also das geflashte System wird sozusagen einmal validiert. Auch das dauert ungefähr seine, weiß nicht, 2-3 Minuten oder sowas. Alles kein Hexenwerk und alles auch wirklich vom Laien selbst zu machen. Ne? Also was wir bisher gemacht haben, war ja nur die SD-Karte tatsächlich aus dem ausgeschalteten Raspberry Pi herauszunehmen, diese ins MacBook reinzustecken und das Ganze mit dem Balena Etcher zu flashen. So, jetzt liegt das Flashen und das Validieren hinter uns. Das heißt, der Flash ist completed. Man sieht es ja hier und wir können Balena Etcher einfach schließen. Jetzt können wir die kleine Micro-SD-Karte wieder zurück in unseren Raspberry Pi stecken. Ich habe die Karte wieder ins Raspberry Pi reinbekommen. Das ist ein ganz schöner Akt, weil man hier andauernd unter dem Panel herkriechen muss. Und das ist irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, nicht so geil zu filmen. Deswegen, es ist im Prinzip nur, dass man eine Karte in einen kleinen Slot steckt. Also es ist nicht viel dahinter. Und das, was ihr da noch gesehen hättet, das wollt ihr nicht sehen, glaubt mir. Was wir jetzt machen, ist Spannung auf den Laden zu geben. Und wir schauen mal, ob Stratux hochfährt oder nicht. Und wenn es der Fall ist, dann können wir gleich versuchen, das Update für OGN noch hinterher zu legen. Sack auf die Kiste.
einmal das Ding hochfahren. Das WLAN, was uns dann gleich zur Verfügung stehen müsste, heißt jetzt nicht mehr Delta Mike Whisky Oscar India, sondern Stratux. Denn ich habe das Ding ja komplett durchgeflasht und zwar mitsamt seiner Konfiguration. Das geht auch anders. Man kann vorher auch noch die Konfigurationsdatei sichern. Aber ich dachte, komm, wir hauen das mal gerade nochmal neu drauf. Denn wenn jemand vielleicht von euch jetzt gerade ein Stratux neu einrichten möchte, dann schadet es bestimmt nicht, dass der dann auch nochmal sieht, wie das genau funktioniert. Und so viele Settings sind es auch gar nicht. Deswegen gehen wir da einfach mal ganz spontan und ganz schnell durch. So, da ist das Stratux-Netzwerk gekommen. Und wir verbinden uns auch direkt damit. Das heißt, Stratux ist hochgefahren und hat auch sein WLAN für uns zur Verfügung gestellt und agiert jetzt mehr oder weniger als Access Point. Wir sind verbunden und können Stratux im Prinzip öffnen. Und ihr seht ganz oben direkt auf der Startseite tatsächlich auch schon, dass die Version V1.6R1 und zwar EU029 ist. Und das war das Wichtige, denn vorher war es die Version EU026. Der Entwickler, der hat mir erzählt, dass er nicht sicher ist, ob dieses Update auch auf der 026 funktioniert. Und deswegen habe ich das jetzt auf die 029 geflasht. Das allererste, was wir jetzt machen werden, ist natürlich, dass wir das Update auf dieses Ding jagen. Ich habe jetzt als allererstes bei GitHub die Stratux-Seite des Entwicklers aufgerufen und dort auf der rechten Seite seht ihr die Releases. Es gibt insgesamt 25 Stück und ganz oben ist genau dieser Hotfix, den wir benötigen. Und den laden wir uns jetzt gleich runter. Und vorher haben wir diese Software hier installiert. Das ist die Stratux Europe Edition 1.6R1 EU29. Die ist mittlerweile drauf. Und jetzt muss natürlich noch dieser Hotfix drauf und dafür laden wir die SH-Datei runter. Das, was wir natürlich jetzt machen müssen, ist uns wieder mit dem Stratux zu verbinden. Das heißt, wir sind wieder im Stratux-Netz und können auf das Stratux zugreifen. Das machen wir natürlich jetzt auch mal. Das heißt, wir haben jetzt die Datei runtergeladen und sind wieder mit dem Stratux verbunden. Wir gehen auf Settings und sagen hier Click to Select System Update File. Und wir haben ja vorhin diese Datei runtergeladen und die klicken wir jetzt an und dann ändert sich der Button zu Install, Update, bla 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 und da klicken wir drauf und jetzt sagt es Success, wait 5 minutes and refresh Homepage to verify new version. Der Entwickler selbst sagt aber, es dauert nur so 1-2 Minuten oder sowas und dann kann man diese Seite schon wieder refreshen und das Stratux ganz normal erreichen. Der beste Hinweis darauf ist, dass das Stratux-Netzwerk natürlich wieder da ist. Ist momentan noch nicht der Fall, deswegen müssen wir noch so ein ganz kleines bisschen warten. Wenn das WLAN von Stratux dort ist und uns angeboten wird und wir sind jetzt sogar automatisch schon damit verbunden, können wir davon ausgehen, dass Stratux direkt wieder lauffähig ist und wir die Stratux-Seite aufrufen können. Das versuchen wir auch mal. Wir rufen das ganze Ding wieder auf und die Seite ist natürlich da. Das nächste, was wir machen müssen, ist zu prüfen, ob das Update auch geklappt hat. Und das können wir unter der Adresse 192.168.10.1 tun. Aber wir müssen jetzt gleich so einen Port noch dahinter hängen. Und dann sehen wir eine sogenannte Statusseite von dem Stratux. Und dort können wir verifizieren, ob die neue Software bzw. ob dieses Hotfix geladen wurde. Der Port, den wir brauchen, ist 8082, das heißt, wir müssen sagen Doppelpunkt 8082 und wir schauen in die erste Zeile und dort steht OGN Stratux Receiver EU Africa 0.3.0. Vorher stand dort 0.1.5. Wenn dort 0.3.0 steht und das Update, wie ihr seht, ist vom 24. März 2024, dann ist dieses Update geglückt. Das heißt, Stratux ist jetzt sozusagen wieder voll einsatzfähig. Wir haben jetzt allerdings noch die Aufgabe, die Settings komplett durchzugehen und dafür müssen wir natürlich die Protokolle einschalten, die wir brauchen und die Protokolle abschalten, die wir nicht brauchen. GPS benötigen wir, 1090 MHz benötigen wir auch, das ist halt für ADS-B und Mode S und wir haben jetzt den Button 868 MHz für OGN und ADSL, der ist natürlich auch an. Dann haben wir hier den AHRS-Sensor an, den brauchen wir nicht. Das mit der Internetverbindung, das mache ich persönlich jetzt auch nicht, denn dieses iPad hat im Flug keine Internetverbindung, deswegen schalte ich das aus. Den Baro-Sensor, den haben wir aber. Jetzt gehen wir auf die rechte Seite. Dort ist natürlich mein Transponder-Hexcode, den ich noch eingeben muss. 3FED49 ist auch kein Geheimnis, der ist ja öffentlich bei Flightradar zum Beispiel sichtbar, deswegen ist mir das jetzt auch egal, ob ihr den hier seht oder nicht. Dann haben wir hier noch die Wi-Fi Country, das ist natürlich Germany. Bis dahin müssen wir natürlich erstmal runter. Wo ist es? Germany, hallo? Wie weit sind wir? Bin ich schon dran vorbei? Nein? Hä? Grenada? Wie ist denn das sortiert?
Oder steht das unter Deutschland? Warte mal. Ah, Germany unter C. Ja, das ist natürlich sehr schlau. Okay, und dann ändere ich, wie auch schon zuvor, meine Wi-Fi SSID auf Delta, Mike, Whiskey, Oscar und India. So, das wäre dann erledigt und diese Changes submitte ich auch direkt. Jetzt sollte das Ganze eigentlich wieder komplett verfügbar sein und zwar unter der SSID Delta Mike Whiskey Oscar India. Da ist das Netzwerk auch schon, ihr seht es, Delta Mike Whiskey Oscar India, das brauchen wir jetzt. Damit verbinden wir uns natürlich wieder. Wir sind verbunden, das heißt, wir können Stratux aufrufen und da sehen wir auch schon, dass das ziemlich gut funktioniert. Wir sind connected, wir schauen mal auf die Traffic-Liste und da sieht man auch schon, dass wir tatsächlich Traffic haben und alles wieder im grünen Bereich ist. Das heißt, wir haben das Stratux jetzt erfolgreich abgedatet auf die EU-Version 0.2.9, haben das Hotfix für OGN und ADSL eingespielt und damit sind wir wieder safe unterwegs. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und dass euch das Video auch weiterhilft und ihr jetzt wisst, wie man Stratux neu installiert, wie man diesen Hotfix installiert und wie man überprüft, ob es gelungen ist. Und das haben wir jetzt hier zusammen getan. Wenn euch das Video gefallen hat und euch der Content auf diesem Channel generell gefällt, dann gerne ein Abo da lassen, auch die Glocke aktivieren. Ich wünsche euch auf jeden Fall always happy landings. Ich wünsche euch always three greens, wenn ihr einen retractable Gear habt. Manche haben es ja, manche nicht. Ihr kennt es selbst. Und ja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video und ich sage ciao. Ciao mit V. Und zwar gibt es einen Hotfix für das Stratus. Zum Glück, Stratus, jo, ist klar. So, wir gehen hier nochmal eine Bildschirmaufnahme. Weiß das irgendwer? Nee, ne? So, Leute. Ach, dieses dumme Headset hier. Bietet uns jetzt an, noch ein anderes Utility zu fletschen. Jo, zu fletschen, Alter. Das sieht auch ein bisschen beknackt aus, ne? Es geht nicht. Ey, das ist so geil. Wenn du mal einmal was zeigen willst, dann geht es einfach fucking nicht. Wer sieht denn hier? SD-Karte, auf die locked ist. Scheiße, ey. Wenn ihr nichts planst, ne, dann klappt auch nichts. Die war doch eben gerade unlocked, Alter. Hab ich die jetzt gelockt? Ich hoffe, das Video euch... Ach, mein Gott, Alter.